Und wichtig ist dann beim Anzapfen, dass man einen guten Stand hat. Ja? Also nicht da so stehen, ja? Sondern wenn wir einen guten Stand haben, ja? So, die Fahrer sind gern bevor. Ja, ja. Stabil, ja, und nicht auf der Außenkante stehen. Ja. Ja? Und den Wechsel wirklich festnehmen, Plan aufsetzen, ja, also nicht so irgendwie, sondern wirklich Plan aufsetzen. Und dann sage ich immer, ein bisschen rotbipfeln, ja, wie wenn man Nagel anpeilt. Ja. Und das ist eigentlich die Bewegung. Man könnte es natürlich, es gibt alleine mal so, aber da ist man vom Armgelenk nicht so fest. Ja. Das, so hat man ein bisschen mehr Festigkeit im Handgelenk. Ja. Und dann ist die Ausholbewegung die, aber nicht so ausholen, weil einfach kürzeren Weg, aber mit voller Wucht drauf. Und auch wichtig, der Blick geht nicht so zum Hammer oder zum Schlägel, sondern bleibt eigentlich auf dem Wechsel. Ja? Und dann zapft man so rum. Ja? Auch wichtig, wir müssen nicht auf Hammer zapfen, weil ich sage immer, professionell ist immer ein Sicherheitsschlag. Ja? Manchmal funktioniert es mit einem Schlag. Aber wir sagen, einen zweiten Schlag braucht es. Man weiß nie, wie das Bier da drin dann ist. Wir sagen, das Bier kann sehr scharf sein, das heißt mehr Kohlensäure, oder ist umeinander geschüttelt worden, oder ist ein bisschen wärmer geworden. Dadurch steigt der Druck im Fassl, ja, und dann zapft man an. Ja, und dann sagt man, oh, zapft das, auf einmal kommt der Wechsel nicht hin. Ja, das ist nicht so schön. Also, ein zweiter Schlag ist eigentlich Pflicht. Ja. Genau, das nächste ist, man lässt den Wechsel auch nicht los. Man macht Rotzapf das und hat die Hand noch drauf. Ja? Und dann, ja, ich ein bisschen hin und her, wenn ich merke, gut, der kommt nochmal, dann haue ich nochmal drauf. Ja? Ja. Ja, wenn ich schon gesagt habe, Meistens dann. Das geht in Jubel. Ja. Das geht in Jubel runter. Nein, weil, wie gesagt, da haben wir schon das Gefühl. Da ist genau das passiert. Der hat dann schon loslassen und dann haut es den Wechsel raus. Ja. Jetzt machen wir fast wieder zu. So, jetzt. Rechtshänderin? Ja. Gut. Ja, da hat er gut spricht. Genau. Nach Mexiko. Der kriegt heute gescheit. Genau. Genau, und jetzt sag ich mal. Genau. Schönes Leben. Das war die Bewegung. Ja? Die muss man sich mal abspeichern. Dann gerade halten. Ein bisschen Rotipfen einmal. Und dann nur so hier halten erstmal. Und dann, wie gesagt, nur den Schlägel. Ist der jetzt gerade? Muss ich den ein bisschen zu lassen? So ist er schön gerade, genau. Gescheit festhalten. Ja, schön, hey. Oh, super. Hey. Super. Ich würde jetzt gleich mit genau. Jetzt, oder? Ja. Und Apfel. So freuen sich die Fotograf mit der Bisselspitze. Das war genau richtig. Das war genau richtig. Das war genau richtig. Das Ozapf, das hätte ich nochmal. Ich glaube, da zweifelt einer, ob man nicht noch einen Schlag braucht. Aber er braucht einen Schlag. Okay. Aber Pullover haben wir schon. Na, danke. Dein Anzapfkurs erfolgreich hinter dich gebracht. Genau. Und jetzt fliegst du morgen nach Mexiko. Was tust du dort? Morgen geht's nach Mexiko für mich. Also die Spezialität Tequila lädt die Spezialität Bier ein. Das ist die geschützte Marke, das Bier. Und wir besuchen eben ab morgen Tequila. GGA, geschützte Angaben. Was ist das GGA nochmal? Geografische Angabe, bayerisches Bier. Geschützte geografische Angabe, bayerisches Bier. Das gehörte zur Lehre Teil 2.